So, ich habe jetzt nochmal die Aufnahme gestartet. Ich habe gerade was gemacht, wo ich nicht weiß, ob das was Gutes war oder nicht. Keine Ahnung. So, jetzt nochmal. Also, zurück zu der Map, die unmöglich zu schaffen sein wird. Ich weiß noch, ich hatte damals einen Weg herausgefunden, wie man relativ schnell in einen sicheren Spot kommt. Aber es ist, ich weiß es, keine Ahnung. Ich weiß, dass man hinter sich, wenn man spawnt, kann man hinter sich, kann man so eine Ebene hochfahren. Das ist glaube ich, der Schalter, der direkt vor einem ist, wenn man das Level beginnt. Aber wie geht's dann weiter? Da ist der Tropfen beschossen. Wie habe ich das damals gemacht? Das muss da irgendwas gewesen sein, irgendwo, wo es so ein Dingsabums da gab. Ach, nee. Direkt verkackt. Gut, ich versuche mal den Schalter zu erwischen. Ja, klappt ja wunderbar. Holy shit! Ach, ich kann mit der Waffe nicht rennen, deswegen bin ich so ja, super. Ja, ja, besser, kommt, nein! Fuck, die Bühne ist zu langsam. Wie soll das denn schaffen? Können wir das mal erklären? Na. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß es nicht. Gut. Einfach direkt drüber springen? Die geht auch nicht. Diese Lost Towers, die macht es unmöglich. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Geh mal rein hier. Alter, es gibt keinen sicheren Spot in dieser Map. Wie soll man das machen? Nein, Mann! Alter! Bitte noch, bitte! Digga, wie soll das gehen? Holy shit! Wollt ihr mich verarschen? Digga, ich kann hier nie wieder... Ich hab das Gefühl, ne? Oh! Oh Gott! Alter, wie soll das funktionieren? Geht nicht. Es dürfte irgendwie was, eine rote Perle, eine Unsterblichkeit, Heiligkeit. Digga, wie soll das denn funktionieren? Was denken die sich dabei? Manu. Kann man hier rein? Kann man da durchspringen einfach? Kann man das? Ja! Gespeichert! Alter, was ist das für eine Map? Gut, die gehen wir halt alle andersrum lang, ne? Wo denn? Wow. Okay. Na. Ich bin besser als ihr. What the fuck? Alter, meine Munition, die ist halt komplett runter. Die AK hat ein Spray, wie weiß der Geier was. Die schießt doch viel zu schnell. Okay, die ist schon besser. Die ist schon viel, viel besser. Aua, aua! Alter! Warum trete ich mich jetzt auf einmal? Tschüss! So, dann nehmen wir mal eine Waffe, von der ich mit mehr Mutter habe. Kommen die hier eigentlich nicht durch? Hä?
Leck mich, ich komme hier nicht durch. Ah, ihr Noobs! Wie geil lief das denn, bin ich? What the fuck? What? Alter. Alter, wie viel hier auf sind, Alter. Na komm. Oh. Hört man schon auf bei mir? Da wird es still bleiben. Oder so, danke. Hilfe, Herr King von mir. Pisser. Oh ja, schnell weg hier. So, ich sehe gerade, hier liegt doch sehr viel Schrotflintmunition rum. Dann nutzen wir auch mal die Schrotflinte. Oder auch nicht. Hier macht keinen Sinn. Hier brauche ich was Präzises. Oder erstmal die da so rumsnipern, mal wegsnipern hier. Also sofort bei was ihr mir tut, das tue ich euch 5000 mal so an oder so oder ähnlich, keine Ahnung. What the fuck the f... Aua, 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 aua. Schieß doch mal! Digga, ich sterbe hier noch. So. Sieht schon mal nicht gut aus. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So. Okay. Let's go. Warum reagieren die nicht auf mich? Oh, jetzt gibt es schon viel Munition. Okay, da gibt es schon wieder welche, die nur Leder wollen. Oh, Alter! Komm ja hoch! Alter! Lass mal schauen nach! Lass mich mit dem Schießen über viel zu viel Zeit, habe ich das Gefühl. Weil ich schon mal immer hoffe, dass ihr in einem... Aua. In einem guten Spot kommen. Nein. Ich habe definitiv zu viel GTA San Andreas gespielt. Ich habe überhaupt kein Gespür mehr, wann die Gegner abknallen und wie viel Zeit ich habe zum Reagieren. Meine Reflexe sind komplett fehlkalibriert. Okay, das war gerade eiskaltes Versagen. Oh Mann, ey, jetzt mach doch mal hin hier. Das war gut. Das war gut. Kommt doch noch irgendjemand? I hope not. Alter, von wo? Warum kommt jetzt von hinten? Mann, ich will nicht mehr. Hilfe. Ihr müsst die Scheiße hier noch machen. Fickt euch. Ich hab eure Mutter gebumst. Oh, Feierabend. Rambo-Modus hier. Activated. Bitch, Alter, mach doch mal deinen Dreck hier.
Der ist 5 Meter von mir entfernt. Wie kann er mich beißen? Ey, ich fick euch alle so im Dreivierteltakt. Gibt's doch ja nicht dieses Spiel, ne? Ja, das war eine ganz dumme Idee. Ich hatte gehofft, ich könnte die Pinkies anlocken, aber da sind natürlich auch noch Shotgunner. Oh Mann, Alter, dieses Spiel. Wie sind die jetzt anlocken? So, da kommt der erste. Genau, der ist hier. Wo kommt der zweite? Aggression! Gut, ich kann nur noch warten. Ich kann nur warten, bis hinter mir die ganzen Pinkies da sind. Eine kein. Ich. Digga, ich. Oh, nicht mal das geht. Hier ist doch mal. Ah ja, bin ich jetzt mal ruhig oder was? Wo schießt der hin? Holy crap, ey. Du Hurensohn! Okay, sieht gut aus. Konnichiwa! Du, Alter, du meiner. Oh. Ah, kommt mal her. Oh. Oh. Hallo? Dann halt so. Dreck halt leise. So. Schön la Munition. Future Wetlock. Hier wäre eine ganz dumme Idee. Da räume ich erstmal von oben auf. Als andere wäre eine super dämliche Idee. Das heißt, erstmal hier lang gehen und dann einfach Bescheid sagen, dass man da ist. So ungefähr. Die sich halt gegenseitig fertig machen. Ich finde das so sozial. Die kümmern sich um sich gegenseitig. Wie in einer Familie. Jetzt trippiert mal alle. Kann ich einfach eine Granate runterwerfen? Ist das eine gute Idee? Test. Oh, klingt interessant. Aua, das war da nicht. Alter. Geht doch. Ist da noch jemand? Ja, da ist noch jemand. Wow, das war gerade knapp. Mein lieber Scholli, du. Okay, jetzt kann ich da runtergehen. I hope. Ich glaube mal. Ah, sieht schon viel besser aus. Das sieht doch beruhigend aus hier. Holy. Ammunition! So weit ist doch die Fieg. Ach, hat doch jemand. Wo geht das hin? Oh oh! Nein! Herr im Himmel, erwarte mich! Ah, oh, soll ich alle nochmal vormachen? Okay.
war der Schalter eigentlich? Aber viel Munition, ich will die alle haben. Würde ich aber leider nicht überleben. Schade eigentlich. Was macht der Schalter? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachgucken, wo der Schalter hin zeigt. Fun Fact, in Vanilla Doom gibt es ja hier einen Bug in der Map, dass jede einzelne Treppenstufe ein Secret darstellt. Deswegen darf man auch, wenn man die Musik laut gedreht hat, hier nicht lang rennen. Weil er spielt dann pro Stufe einmal diesen Secret Sound ab. Und wenn man hier so lang jumpt, so ungefähr, dann spielt er diesen Secret Sound so oft gleichzeitig ab, dass der Platz eines Trommelfells. Es ist Katastrophe hier. Also hat man auch in der Map, in Vanilla, und bei Secrets, weit mehr als, ich glaube sogar mehr als 20 Secrets. Und als am Anfang fragt man sich natürlich, oh Gott, eine Map mit 20 Secrets? Oh mein Gott! Und dann wird das aber alles quasi ein einziges Secret. Das ist, naja, Augen auf bei der Berufswahl und beim Map-Design. Aber wie gesagt, hier in den richtigen Port, so wie bei GZ Doom, da wurde das natürlich gefixt im Nachhinein, klar. Aber wie gesagt, wenn man Vanilla Doom spielt, ja. Jetzt steht der Bug natürlich weiter. Oh, halt, hier geht's da. Hier war ich, da war ich schon drin. Gut, na dann, gehen wir mal jetzt hier mal nach oben und fangen mal an, hier oben zu clearen. Geh doch mal hinten. Ach ja, ich war ja schon hier oben. Oh, da oben ist noch einer? Ach, die kommen ja auch nicht lang! Ja, leck mich doch am Arsch! Wo sagt das eigentlich keiner? Wie verpackt ist denn diese Map? Also ich weiß natürlich, woran es liegt, weil hier nämlich diese Hebebühne ist, die nach oben fahren kann. Das Ding hier. Oder hier, ne, ist einfach scheiß programmiert. Aber für einen selber ist das natürlich ein Vorteil, weil man das natürlich strategisch nutzen kann. Da muss ich schon wieder lang. Oh Mann, Alter. Wenn ich das einfach jetzt so mache, bam, jetzt rufe ich quasi alle Tiere zu mir und die kommen aber nicht zu mir, das heißt, ich kann warten, bis die alle versammelt sind, du kannst sie dann schön genüsslich wegsnacken. Oder die snacken sich doch selber weg, so wie jetzt gerade. So, dann machen wir mal hier Barbecue. Ja, schön. Mit einer schönen Mozzarella-Soße hier. Okay, habe ich auch erledigt, sehr gut. So, was war hier? Hier war noch einer, oder? Ja, da ist noch einer. Da ist auch noch einer, also doch zwei. Und einer ist hinter den Blockaden, Barrikaden. Visage. So, die Frage ist, wie erledige ich den am liebsten? Am liebsten so. Achso, ich kann jetzt Ding aktivieren. So, da war noch einer. Hätte ich natürlich netterweise verraten. Danke dafür. I appreciate that. Wo ist denn der? Hier. Yeah. Da unten. Aua! Fuck you! Nein! Runtergeslidet, Alter. Okay, räum ich erstmal hier oben auf. Ich dachte zwar, ich habe hier bereits aufgeräumt, aber. So leicht kann man nicht irren. Endlich mal Feierabend hier? Okay, hier ist auch noch Verkehr.
So. Aua! Wo denn? Da hinten. Gott. Wo die immer alle herkommen, ey. Das ist ja... Das. Normalerweise klappt das doch. Wunderbar. Was ist hier los? Hat Call of Duty eine andere Beschleunigung? Das klappt nicht. Normalerweise klappt das wunderbar. Bei Vanilla Doom kannst du dich hier leck mich. Gut, dann springen wir halt. Selbst das klappt nicht. Sag mal, was soll denn der Mist? Oh mein Gott. So. Es erfordert die und springen. Das muss einfach klappen. Langsam haben wir ein ganz schön Munitionsdefizit. Jetzt mal runter hier. Oder hoch halt. So, das Ding sammeln wir erst ein, wenn wir die Map quasi abschließen. Bis dahin würde ich gerne noch ein bisschen Munition hier einsammeln. Einfach because it's funny. Wir haben ja noch so ein paar Munitionslagerstätten, die wir noch plündern können, ne? Unser Leben sieht tatsächlich relativ gut aus, 155. Ach, siehst du hier sogar noch eine 200er Rüstung? Ja, easy! Ja, lecko mio am Arscho! So, erstmal, bevor wir hier alles Ammunition aufplündern, gucken, ob wir hier vielleicht noch was nicht nachgeladen haben. Aber sieht alles gut aus. Doch, alles wunderbar. Habe ich hier auch beidseitig habe ich. Und hier habe ich auch beidseitig. Sehr schön! Gut! Dann können wir jetzt weiter plündern, die ganze Munition hier. Wovon habe ich am meisten Munition? 180, 200, ich glaube, ich bleibe erstmal bei der hier, also beziehungsweise bei der hier. Die ist von den Waffen mit viel Munition am ungeeignetsten für die meisten Situationen, von daher. Es ist bei der am wenigsten schade, wenn die aus alle geht. So, na dann, ab ins Ziel. Kein Bock mehr. Hier können wir alle mal. Was? Was war das jetzt für eine Aktion? Selbst wann wird man da teleportiert? Hä? Ich höre gar nicht, dass man da teleportiert wird. Ich gehe doch schon immer hoch. Oder bin ich gerade von der Treppe runtergefallen? Kann das sein? Scheinbar. Ist das wieder geklappt? Verstehe ich nicht. So. Ich bleib einfach bei der Waffe hier. Ach komm. So. Damit hätten wir auch die Map schon mal geschafft. War jetzt wahrscheinlich wieder eine etwas längere Folge im Vergleich zu den anderen Folgen, die jetzt gerade mal 5 Minuten gingen. So wie die E3M8 zum Beispiel. Von daher, bis zur nächsten Folge. Tja, und in der nächsten Woche schaffen wir es dann hoffentlich, bis auch Doom Siegel durchzuspielen. Das ist nice. Bis dann.